Hi meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares. Ich komme nicht drum rum. Wir müssen das letzte Stückchen noch spielen. Und ich hoffe, dass das jetzt zu Ende geht. Ich vermute, dass wir gleich in den letzten Bossfight gehen. Weil wir haben die Statuen sortiert, das Licht ist ausgegangen. Wir gucken weiter. Nachdem ich letztes Mal das Game fluchtartig verlassen habe, habe ich es auch nicht mehr angefasst. Wir gucken mal, wo wir jetzt sind. Okay, wir sind hier. Die Statue liegt hier. Das müsste die richtige sein, ne? Ich kann ein bisschen lauter machen. So. Die stellen wir hier ab. Nein, nicht hier. Jedes Mal das Gleiche. Da stellen wir sie hin. Hat seinen Effekt vom letzten Mal nicht verloren. Hallo? Woody? Die Kinder. Die fand ich vorhin schon so gruselig. Ich spiele das nur für euch zu Ende, damit ihr das wisst. Moros hat gespeichert, speichern ist nicht gut. Mutti ist weg, wie zu erwarten. Darf der mich kriegen oder darf er nicht? Der ist schneller als ich, oder? Ich will wissen, was passiert, wenn er mich kriegt, aber eigentlich auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der mich kriegen darf. Okay, pass auf. Okay, der tötet uns also tatsächlich. Wie soll ich denn von dem wegkommen? Wie soll ich das denn machen? Oh! I see. Okay, verstanden. Mach die Taschenlampe an. Das war die Taschenlampe. Ich habe vergessen, welche Taste die Taschenlampe war. Wenn ich jetzt die Schüssel mitnehme, ne? Dann kann ich die Taschenlampe nicht mehr leuchten, oder? Ey, kleines Kind. Ey. Es kommen nur noch zwei davon an, die Schirchen hier. Ich kann von hier oben natürlich keinen treffen. Ich wollte rüberschwenken, aber irgendwie... Ich hab's nicht so mit dem Lenken mit der Taschenlampe, wie es scheint. What? Der war doch schon tot. Da steht Ziele mit RS, aber ich glaube, ich ziele mit L. Schwierig, ziele mit beiden irgendwie. Mit L bewege ich mich halt und mit... Nein, 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 nein. Wann ist denn der tot? Wie lange muss ich denn die Taschenlampe auf den halten? Das wird ein bisschen dauern, Leute. I'm sorry. Waren das alle? Alles soweit? Wenn ich den mitnehme, ist er nicht so mit Taschenlampe, ne? Noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein? Sind das auch welche? Oder sind das einfach nur die Random-Kinder?
Moment. Ich glaube, das sind einfach nur random Kinder. Die greifen mich, glaube ich, nicht an. Auch keiner, der angreift. Alles klar. Nimm den Schlüssel auf. Komm. Nimm. Kommen doch mit Sicherheit gleich noch welche. Kannst du auch nicht erzählen. Ich weiß nicht mehr, wo der Schlüssel hin muss. Ach doch, ich weiß. Der muss doch ganz nach oben, ne? Ah, Fahrstuhl. Nevermind. Nein, nicht wieder runter. Hasse das. Das passiert jetzt schon zu wiederholten Male auf diesem blöden Fahrstuhl. Sobald wir den Schlüssel da reinstecken, wetten. Eigentlich will ich da gar nicht mehr so unbedingt rein. Wisst ihr? Okay. Nein! Ich bin so dämlich. Ich nutze mal den falschen Stick. Ich nutze mal den zum Laufen anstatt zum Umgucken. Verdammte Axt. Nun kann ich den dahinter nicht treffen. Ist doch eben dahinter verschwunden, oder nicht? Na komm. Nein! Meine Taschenlampe ist aus. Was? Meine Taschenlampe ist ausgegangen. Ich konnte die nicht wieder anmachen. Wie gemein ist das denn? Ich konnte meine Taschenlampe eben partout nicht wieder anmachen. Gerne nach jedem Viech speichern, weil ich offensichtlich so dumm für die Dinger bin. Schön, dass ich so ruhig bin, aber ich konzentriere mich gerade ein wenig. Was ist das? Kommt jetzt Mutti? Können wir speichern vielleicht? Also, Tür aufmachen. Okay,
ich bin so immens ruhig gerade. Noch mehr kleine Kinder oder gibt's jetzt Mutti? Erstmal gibt's ja einen Haufen Bücher. Oh, den Part kennen wir doch auch. Also, dass das Bücherregal ziehen muss. Komm schon. Nein, 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 nein. Die Dinger sind wirklich nicht meins. Ich lass mich zu sehr unter Druck setzen. Weil die halt einfach so kacke sind. Die dann auch in zwei Richtungen gleichzeitig kommen und so vorwärts jumpen können und so. Ah, das war noch. Das meine ich mit vorwärts jumpen. Überrascht. Was? Oh, da. Okay. Cool. Autsch. Da kann ich nicht rein. Okay, ich dachte, ich könnte mich da vielleicht verstecken. Nein, verstecken ist nicht, wie es scheint. Hö, ich dachte, ich muss da in die Türklinke. Ich war mir meiner Sache sehr sicher. Nein, geht er hoch. Wenn ich da nicht an die Türklinke muss, muss ich dann noch machen. Oder bin ich einfach nur zu ungeschickt? Papierflieger. Ah. Nein, nein, nein. Oh. Na Gott sei Dank. Das ist vertretbar. Als wenn ich aus diesem Winkel darüber laufen muss, irgendwie. Oh oh. Oh oh. Und jetzt? Da wieder runter? Brennt ein Kaminfeuer, ich kann aber nicht sehen. Da sitzt, glaube ich, niemand, ne? Gerade noch so. Ich höre deine Kinder. Ja. Ja, ich dachte, ich kann hier anfassen. Nein, 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 falscher Knopf. Ah! Okay, der Part, den werdet ihr ein paar Mal öfter sehen. Der wird ein bisschen dauern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Ich werde euch das zusammenschneiden. Gott, ich hasse diesen Part jetzt schon. Die Viecher sind furchtbar. Diesen Vorwärtsjumpen. Vor allen Dingen habe ich eben gesehen, dass die Tür auch immer wieder zugeht, wenn ich mich am Hebel drehe, weil der Hebel sich zurückdreht. Die Tür war quasi fast wieder zu. Wie soll ich das denn machen? Manchmal den Joystick und dann geht das Licht aus. Nein! Lauf! Nein, 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 nein. Lauf, Forrest, lauf. Die Tür ist fast wieder zu, ey. Ich kotze im Strahl. Soll ich das denn machen, bitte? Ah, so vielleicht. Never mind. Das war genau das, was ich tun wollte. Okay, ist das da ein funktionierendes Auge? Nein? Muss ich sie rufen, damit sie mir die Tür aufmacht? Wo verstecke ich mich denn dann? Das ist ein kleines Loch, aber das bringt mich wohl nicht weiter. Kann ich hier hoch? Das scheint nicht so. Nee. Okay, was muss ich tun? Kommt aber auch nicht, ne? Was kannst du denn? Kannst du überhaupt irgendwas? Oh ja. Und jetzt? Flackert ein Licht. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll. Klavier gespielt, ich hab das Ding geschmissen, ich hab die Statue runtergenommen. Das Licht flackert schon wieder, ich hab's gehört. Kann ich an das Licht dran springen? Ist das ein Zeichen? Oh! Manchmal fühle ich mich ein bisschen retarded. To be honest. Ah ja. Okay. Cool.
wir sind von der anderen Seite gekommen. Jetzt sind wir wieder in ihren schönen Gemächern. Cool. Hier wollte ich unbedingt noch mal wieder hin. Ich bin aber auch so ein kleiner Idiot, ne? Moment. Komm, lauf zu. Bin ich nur ein kleiner Idiot? Ich bin, glaube ich, ein Riesenidiot. Unten fehlt uns auch die viereckige Statue, ne? Ich bin so ein Idiot. Stell die da ab. Das ist echt nicht wahr. Na gut, aber na, ich hab's noch geblickt. Oh, die Musik. Hier kommen wieder Kiddies. Was ist denn das für ein Geräusch? Shit. Es ist hier offensichtlich sehr kalt. Okay. Ich habe super, super Angst. Also wirklich super, super Angst. Ich höre irgendwas atmen. Okay, wenn sie gleich schreit, ne? Moment. So ein bisschen leiser machen, sonst sterbe ich. Super alt. Also nicht Eo, weil sie alt ist, aber. Die sieht uns doch im Spiegel, oder nicht? Nicht nochmal gegen sie kämpfen. Wirklich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich meine natürlich, hey, easy. Da war auf dem Korb. Oh, eine Flasche. Hör doch nicht das Licht aus, sonst bist du bescheuert. Lass doch das Licht an. Ja, cool. Kannst du das Licht bitte wieder anmachen? Danke. Okay, sonst geht's hier nicht weiter. Wenn ich gleich irgendwo angescheißert bin. Kann ich, glaube ich, so aufdrücken. Ich will aber hier nochmal eben gucken. Eigentlich will ich hier nicht gucken, aber...
Kommen wir aber nicht von hier, oder? Nein, wir kommen nicht von hier und die Tür ist offen. Ja, natürlich gehe ich da jetzt rein. Seid ihr bescheuert? Ah, war da gerade was hinten? Ach nee, ist ein Mannequin. Okay, okay. Das ist mir zu offen. Das ist mir viel zu offen. Haha. Und was jetzt? Ist das geskriptet oder hätten wir nicht sterben dürfen? Ah. Wir sind zum Gnom geworden? Guck mal, hier liegen noch unsere Klamotten. Wir sind zum Gnom geworden. Können wir da hinten hin? Also, nicht, dass ich wollen würde, aber können wir? Gibt's da was? Ich weiß, ihr seht mich gerade wahrscheinlich nicht, aber... Nee, da gibt's nichts. Na gut. Aber da ist ein kleiner Spalt in der Tür. Warum sind wir jetzt ein Gnom? Okay. Okay. Aber als Gnomen müssten wir eigentlich relativ sicher sein, ne? Weil die Gnome haben sie ja, glaube ich, nicht angegriffen, oder? Oh, ich dachte, ich hätte drunter. Ew! Ew! Der hat seine beiden Hände im Mund gehabt, der in der Mitte. Guck mal! Ew! Gott, sind die ekelhaft alle. Was ist denn los mit denen? Okay, bei denen weiß ich nicht, ob sie die Gnome auch essen, aber die Mutti und so, vor denen sollten wir eigentlich sicher sein als Gnome, ne? No? Hätte ich das ganze Spiel ein Gnome sein können? Okay. Können wir als Gnome eigentlich was aufheben? Nein, können wir nicht. So essen würde, würde ich auch schlafen danach. Ey. Okay, ich komme hier partout nicht hoch. Muss ich bei denen jetzt vorbei? Oh, kurz erschrocken. Kann ich hier durch den Boden? Ja, okay. Ist das ein... Das ist eine Wurst. Ich dachte gerade, das wäre ein Arm. Nein, ich will mal kurz gucken, ob es hier noch irgendwas anderes gibt. Da ist nämlich ein Spalt in der Wand. Hier gibt es, glaube ich, sonst auch nichts mehr. Ich glaube, es sind wirklich nur noch so die letzten Tröpfel des Games hier. Oh, die Wurst, der Gnom, das... Ist das die Szene, wo Six durchläuft und den Gnom isst? Nein, okay. Obwohl. Nein, bitte nicht. Das ist die Szene, oder? Oder nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist das die Szene, wo Six den Gnom frisst statt die Wurst? Falls ja, ne, schreib's mal in die Kommentare. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Secrets of the Maw. Wir sind durch. Wir sind endlich durch. Yes! Oh Gott, das war furchtbar. Also, es war cool, aber es war furchtbar. Okay. Wie gesagt, mich würde mal interessieren, ob die letzte Szene tatsächlich die Szene ist, wo
wo Six den Gnomen isst, weil dann wüssten wir definitiv, was mit dem Jungen passiert ist. Und diese ganzen Gnome, die wir da gefunden haben, das waren alles mal Kinder, die sie in Gnome verwandelt hat? Krass. Okay. Wir haben es geschafft. Ich lebe noch. Oh. Okay, was auch immer das jetzt war, das habe ich nicht erkannt. Falls es da was zu erkennen gab als Verknüpfung zum Game. Aber den habe ich nicht verstanden. Wenn ihr ihn wisst, ne? Ihr wisst, unten und so. Ja, wir sind fertig. Ich kann wieder lächeln, wir sind fertig. ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat das Spiel wirklich gut gefallen, auch wenn ich wirklich, wirklich Angst hatte und teilweise eigentlich gar nicht mehr weiterspielen wollte. So gruselig ist es nicht, das weiß ich, aber ich bin einfach ein Schisser. Das ist so. Ich dachte, ja, jetzt habe ich in den letzten Tagen ein bisschen Phasmophobia gespielt. Jetzt dachte ich, okay, naja, jetzt bist du vorbereitet, aber nein. Nebenbei bemerkt, fasse ich Phasmophobia wahrscheinlich auch nie wieder an. ja. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Projekt wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das Video seht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.